soll er sie wirklich töten? Das muss der Hof sein, auf dem Praxitea festgehalten wird. Ja, das... Warte, das sind nur 4, oder? Oder gibt's da noch... Ja, 5? Easy. Das schreit nach ein bisschen Ketten... Attentat. Niemand darf mich entdecken. Boom, boom, boom. Ach, da ist ein Zaun. Ist ja frech. Günther. Dann eben keinen Kettenangriff. Wir sind zu weit auseinander. Wobei, der geht jetzt vor. Entschuldigung, lass mich eigentlich nur das machen. Gut. Ja. Das war erfolgreich, würde ich sagen. Mach schon, Dudu. Was, Dudu? Ich habe kein Geld, also nimm meinen Dank. Gut. Dann nehme ich mal deinen Dank. Upsi. Wir müssen von hier verschwinden. Könnten noch mehr Banditen kommen? Bitte, lass uns verschwinden. Oh, die süß. Ja, eskortiere Praxitea in Sicherheit, ja. So sicher wird sie aber nicht sein. Wie sie rumdippelt. Oh. Vielen Dank für die Rettung, mein Kind. Danke mir nicht, Stimme des Apollon. Oder warst du die Stimme von jemand anderem? Oh, du kennst meinen Enkel. Du hast recht, ich habe alle belogen. Es tut mir so leid. Die Götter hätten mich längst töten sollen, doch sie ließen mich mit meiner Reue leben. Warum hast du gelogen? Die Menschen haben dir vertraut. Sie dachten, du überbringst ihnen die Worte Apollons. Ich wollte das nicht, damals, als ich zum Orakel des Apollon ernannt wurde. Doch da waren Menschen, die mich zwangen, das zu sagen, was sie wollten. Sonst hätte meine Familie unter meinem Ungehorsam gelitten. Familie? Erinnerst du dich an eine Familie aus Sparta, denen du sagtest, ihr jüngstes Kind müsse sterben? Eine trauernde Mutter mit Augen wie meinen? Dein Verlust tut mir wirklich sehr leid. Wer ließ dich entführen? Diese Schläger kamen doch nicht von selbst auf die Idee. Bitte, frag mich das nicht. Die, die mich jetzt bestrafen wollen, die mich einst zum Lügen zwangen, sie würden dich umbringen, wenn ich dir von ihnen erzähle. Die mit den Masken und dunklen Mänteln? Der Kult des Kosmos. Sprich ihren Namen nicht aus. Ja, wir kennen die ja schon. Hat sie es dir gesagt? War sie das Orakel, das deine Familie zerstört hat? Was ich getan habe, tut mir leid. Ich akzeptiere meine Strafe. Aber lass nicht zu, dass mein Enkel mich tötet. Lykaon ist ein guter Mann, ein Heiler. Er würde daran zerbrechen. Nein, das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihr Leben beenden. Ja, Gewalt ist auch keine Lösung, ne? Ich habe oft genug getötet, um zu wissen, dass die Gewalt nie endet. Am besten lässt du los und machst das Beste aus dem Leben, das die Götter dir gaben. Loslassen? Aber du sagtest, Praxitea habe deine Familie zerstört. Sie kann nichts Schlimmes mehr tun. Sie aus Rache zu töten, macht ihre Taten nicht ungeschehen. Und überhaupt, hast du mir nicht was von Hoffnung erzählt?
Danke für deine Gnade. Ich verspreche, ich werde den Rest meiner Tage Gutes tun. Bye-bye. Du hast recht, Cassandra. Ich kann meiner Großmutter vielleicht nicht verzeihen. Jedenfalls nicht sofort. Aber sie kann ihr Leben fortsetzen und ich das meine. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, Lykao. Oh, wie schaffst du das? Entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Wie schaffst du das, Lykao? So viele Leben hängen von dir ab. Von deiner Zuwendung und Behandlung. Ich glaube, ich brauche dich jetzt. Nicht um jemanden zu töten oder etwas zu finden. Nur um bei mir zu sein. Ja, komm. Komm. Ich kann nicht ewig bleiben. Doch fürs Erste kann ich mich deiner annehmen, Heiler. Ja, also ihm geht's wieder gut, würde ich sagen, und uns irgendwie auch. Ubi und Alter, nein. Tihihi. So. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber wir haben halt den da. Den behalte ich mal trotzdem. Schade, dass wir ihm nicht sagen konnten, dass es da eine Frau gibt, die vielleicht... wo kommst du denn her? War ich alleine im Raum? Offensichtlich. Hilft ja nichts. Wäre cool, dass man, wenn man ihnen sagen hätte können, dass es da eine Frau gibt. Aber egal. So, wo wollten wir denn jetzt hin? Ja, jetzt traue ich mich auch wieder, Kamera anzumachen. Also, ich wurde ein bisschen rot, deswegen. Oh, das könnten wir mal auseinandernehmen. Aha. Aber bin ich jetzt ganz dumm? Wir haben ja doch eigentlich alles gemacht. Kommen die wieder? Haben wir ihn nur bestohlen, aber bei ihm habe ich mir auch die Errungenschaft geholt. Und dann habe ich neu geladen und gesagt, ich muss gehen. Ach ja. Ja, beim ersten Mal haben wir, glaube ich, das nicht gemacht. Beim ersten Mal haben wir gesagt, so, goodbye. Goodbye, mein Lover. Bye. So, dann befreien wir mal die Festung nochmal. Ah, das ist echt so. Hey, links vor rechts. War ich jetzt links oder ja? Ich war rechts. So, da vorne sind ja die Bärchen. Und da habe ich aber schnell keinen Bock. Oh. Ja, da sind ein paar drin. Uiuiui. Zum Glück sind wir eine Ein-Mann-Armee. Wir müssen unbedingt das Feuer ausschalten. Na los, los! Was los? Los!
dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. In der Tat. Aber keine Sorge, ich pass für dich an. Hier mal schon mal abfackeln. Ein bisschen Feuer, das stört hier ja niemand. So eine Burg zu haben, wäre auch mal cool, ne? Wie es den weggefetzt hat. Nice. Den könnten wir jetzt mal. Der ist ein bisschen dicker. Was passiert, wenn ich den da mache? Die müssen wir halt noch weiter auftunen, damit der überhaupt zum Kampf kommt. Dass er wirkungsvoll im Kampf ist. Da unten ist das Feuer. I wanna put it down. Wo ist der Bär? Und da ist der Bär. Daran erinnere ich mich. Sollen wir den zuerst kicken? Jetzt hör mal auf. Ich hab keine Hunger. Ich fall einfach. Dein Glück hat dich verlassen. Da kommt du als ich. Ja. Also der von hinten hat mich echt überrascht. Der hat mich so richtig überrascht. Naja, gut. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Mhm. Ich werde vorsichtig sein. Jetzt werde ich vorsichtig. Das war echt lustig, einfach so. Einfach so auf ihn drauf geplumpst. So dumm. Der Schatten, ne? An sich, ich habe gesehen, dass er kommt. Also, dass da jemand kommt. Man hat den ja auch gehört. Er hat was gesagt. Aber dass er
Also ich habe die drei gebasht, damit ich wenigstens noch einen, noch den Dolch, den Heldenschlag mache. Aber dass er auf mich zuspringt, Alter. Das war mir dann nicht ganz so bewusst. So, was machen die denn da? Sind die etwa alarmiert? Diese Schweinchen? Sind die Schweinchen etwa alarmiert? Sieht fast so aus, ne? Warte, ich muss noch ein paar Pfeile machen. Nein, du sollst da runter. Geh da runter. Ich wusste nicht, ob der den sieht oder nicht. War das nicht das mit den... Das war doch das mit den Rubinen, oder? War das die hier? Nee. Die sah nur ähnlich aus. Glaube ich. Oder ich weiß es nicht. Ich laber einfach so. Nonsens. So, vielleicht befreie ich jetzt mal den... Das ist auch eine Fähigkeit oder ein Skill, der richtig, richtig cool ist. Den mag ich auch richtig doll. Den durchwerfen und dann hinbeamen. Wo ist nochmal? Da ist das Feuer. Okay. Muss ich aber vorsichtig sein. Oh nein!
Naja, da oben kann der Bär nicht viel machen. Ne? Aber ja, lenkt ein bisschen ab. Wenn das bei Cyberpunk passiert wäre, hätten alle jetzt aufgeschrien und das Spiel kann man nicht spielen. Gehen. Wenn der hochkommt, bin ich nicht im Arsch. Also, wollte er mich gerade gesehen haben? Warte, hier ist eine kleine Katze, ne? Ja, wir haben die Burg nämlich schon mal befreit. So. Egal. Machen wir es nochmal. Das macht ja Spaß. Nahkampf. Und dann Po treten und dann öffnen. Gut. Dann befreien wir mal die Katze da. Befreien wir mal die Katze. Hier kommt ein richtiger Krieger. Ja, die Katze ist wirklich ein richtiger Krieger. Der da vorne ist ein bisschen zu aktiv. Jetzt nicht mehr. Ist schon mal gut. Sehr schön. Der darf halt, der da unten, der darf nicht hochgehen. Nice. Das war kritisch. Kritisch? Boah. Ah, hier schon ein Geier, ne? Du Geier. Warte noch ein bisschen. Wo hat's den denn hingefetzt? Ah. Der wurde schon aufgeräumt. Nice. Er hat so gefällt mir das. Das Gefühl, sich über Cyberpunk aufzuregen, ist in der Gaming-Szene sein Sport geworden. Für sich geworden, ja. Menschen regen sich sehr gerne auf, habe ich so das Gefühl. Ist das immer noch der Fall? Bekomme jetzt zum Glück nichts mehr davon mit. Ist immer noch der Fall, ja. Inzwischen regen sich nur noch die Medien darüber auf. Wir haben das jetzt auch Instagram mitgenommen. Ja, das Ding ist, dass durch Cyberpunk, also durch den schlechten Start, sind die Aktienwerte von Cyberpunk so krass gedroppt. Machen sich schon größere Unternehmen dazu bereit, Cyberpunk oder CD Projekt Red zu kaufen. Und das hoffe ich, dass es nur ein Gerücht ist, also dass es nicht passiert. Weil das wäre richtig, richtig kacke. Naja. Aber das ist halt Spekulation. Und ich hänge gerade. Ah, gut. Ja, müssen wir mal schauen. Da ist noch einer.
Aber ja. Das Ding ist halt, dass also vielleicht hat es einer von euch mitbekommen. Elon Musk hat gesagt, dass Cyberpunk richtig cool ist. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Aktienwerte sind um 16% wieder gestiegen. Das ist... Ich weiß echt nicht, was los ist mit der Welt heutzutage. Aber okay. Elon Musk hat gesagt, das ist cool. Das heißt, wenn so jemand das sagt... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn das so jemand sagt, muss das stimmen. Nochmal? Ah, hier unten. Ah, das war zu spät. Ciao. Nee. Aber ich, also... Ja, Cyberpunk ist cool. Also... Ich kann es natürlich ein bisschen verstehen. Dass sich ja die Leute aufgeregt haben, die halt mit der Konsole. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst tot. Weil viele hatten ja auf den neuen Konsolen halt richtige Probleme. Da kann ich schon verstehen, dass sie sauer sind. Aber das war halt auch nur ein Problem, also ein Fehler von Cyberpunk. Oder CD Projekt Red. Die einfach alles gleichzeitig raushauen wollten. Naja. Aber ja, das wurde zu Genüge jetzt ausgetreten. Breitgetreten, niedergetreten. Und das passt jetzt. Der hier? Legen Sie sich mal hin. So. Ich räume mal hier schnell auf. Jetzt mach mal die Blutleiche. Die Blutleiche weg. Da kommt ein blöder Dude. Ich finde es lustig, dass er die den aber nicht angreifen. Der zurückgewiesen. Oh. Interessant.